Habt ihr schon gewählt? Ja. Ja. Und wie war's? Gut, war so schön. Wie immer. Ja, vielseitig. Ich habe sehr viel zu wählen. Wählen ist wichtig. Deswegen gehen wir auch immer wählen. Wir brauchen ja schon Menschen, die unsere Meinungen vertreten und dafür einstehen. Weil irgendwie muss es ja gelenkt werden und dazu sind halt nun mal diese Parteien gut. Und was, welcher Wahlzettel war euch am wichtigsten? Boah, das ist eine schwierige. Jede Wahl ist theoretisch wichtig. Ja. Jede. Ja, also wir waren wählen und wie immer viele Zettel zum Ausfüllen, viele Kreuzchen machen und am Anfang ist man ein bisschen überfordert, aber man guckt schon vorher, ob man Leute kennt, irgendwie vielleicht, die das gleiche Fach studieren. Und macht sich vorher ein Bild irgendwie, guckt mal in eine Broschüre oder so. Das ist schon, ja. Das erste Semester ist doch eher recht übersichtlich, die Leute, die man dann vielleicht doch wiederfindet. Also ein paar, so drei Leute kann man dann doch den Namen, aber erstmal ist man erschlagen von den ganzen Namen. Ich kenne auch tatsächlich so ein, zwei Menschen, ist mir schon aufgefallen, ein, zwei Menschen aus meinem Freundeskreis, von denen ich gar nicht wusste, dass sie für eine Partei einstehen. Und andere, die kenne ich vom Gesicht her. Aber gut, ich gehe jetzt nicht nach Freundschaftswahl, ich gehe jetzt tatsächlich dafür, was mir wichtig ist und welche Partei für die Sachen einsteht, die ich für wichtig finde. Also ich finde, man weiß teilweise nicht, wen man ernst nehmen soll oder nicht. Also weil teilweise sehr irgendwie lustige, auch provokative Plakate dabei sind. Aber es frischt natürlich irgendwie so ein bisschen den Wahlkampf, sage ich jetzt mal, auf. Und bei euch kein Spaßwahlkampf, sondern nur Inhalte? Ja, sicher. Also Inhalte stehen natürlich im Vordergrund, das wollen wir ja gar nicht ausschließen. Jeder hat natürlich auch in gewisser Weise seinen Spaß daran, sonst würden wir das nicht machen. Ja. Also unsere Inhalte sind natürlich zentral. Der wichtigste Inhalt, gegen den RCDS zu pöbeln, kommt hier sehr gut an, da es doch zum Glück viele Studis gibt, die den nicht leiden können. Und der andere wesentliche Inhalt ist halt das Stilbruch unabhängig machen und ihn aus den bürokratischen Fängen der Astenklicken endlich zu befreien. Was sind eure wichtigsten Inhalte jetzt für die Stupa-Wahl? Okay, das ist einmal Kosten reduzieren. Die könnte man machen, indem man sich auf die wesentlichen Referate konzentriert. Welche Referate sind zum Beispiel unnötig aus eurer Sicht? Unserer Meinung zum Beispiel das Referat das Gender-Referat oder das Referat eigens für Ökologie. Das könnte man zusammenfassen. Okay, und darüber hinaus? Ja, weiterhin setzen wir uns für ein kostenloses Parkhaus ein und wir würden auch gerne die Sozialberatung stärken und ausweiten. Sind es überhaupt wichtige Themen, um die es hier geht? Also ich sag mal speziell das Thema Studiengebühren, das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Oder sei es jetzt Semesterticket oder sei es das Kulturticket, sei es generell Veränderungen an der Uni selbst, Umbau, Ausbau etc. Also für mich sind das schon wichtige Themen. Also mir war das Kulturticket wichtig. Ja. Das ist eine Idee, die mir am Herzen liegt. Und das Bahnticket auf jeden Fall auch. Das Bahnticket ist auch wichtig, das stimmt. Cool, danke. Und glaubt ihr, es reicht diesmal wieder, dieses Jahr für ein Aster? Also wir sind uns eigentlich ziemlich sicher, dass, weil wir halt auch coole Arbeit gemacht haben und zum Beispiel mit dem Kultursemesterticket echt was Geiles auf die Beine gestellt haben, dass wir echt gute Chancen haben, dass wir halt wieder gewählt werden. Ansonsten muss man halt einfach sehen, was nach der Wahl passiert. Im Moment ist es ja alles Hokuspokus, niemand kann das genau wissen. Fragt mich da nochmal. Also keine Prognose? Nee, die traue ich mir absolut nicht zu. Es treten ja auch viel mehr Gruppen diesmal an und andere Gruppen als beim letzten Mal. Und es weiß eigentlich keiner so genau, wie sich das auswirkt. Ich habe jetzt quasi schon, denke ich mal, meine Wahl getroffen. Ich will auch jetzt gleich wählen gehen.